I'm searching for some sunshine. Guten Morgen und willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Es sieht heute nicht so gut aus. Es regnet gerade richtig krass, also stark. Das sieht man jetzt zwar nicht so ganz gut, weil, naja, hier ist ein bisschen geschützt. Aber in der Akku kannst du heute echt nichts machen. Das bedeutet, man muss woanders hinfahren. Und wir fahren heute nach Mailand, Milano. Das ist das erste Ziel dieses Jahr in einer Stadt, wo ich noch nicht mal war. Also mal schauen, wie sie mir gefällt, ob sie mir gefällt und so, der Mailänder Dom. Was kann man vieles über diese Stadt erzählen? Naja, einerseits, sie haben eine riesen krasse Shopping-Galerie, die inspiriert wurde durch die in Belgien zum Beispiel. Die ist nämlich dort auch zum Beispiel mit ganz vielen guten und teuren Herstellern. Also die werden wir auf jeden Fall angucken, den Mailänder Dom werden wir auf jeden Fall angucken und gucken, was man noch so als erkunden kann in Mailand. Also auf geht's nach Mailand. Dem Mailänder Dom haben wir es nicht geschafft. Eigentlich wollten wir rauf. Dann wurde meine Tasche kontrolliert und dann passierte es. Sie wurde an jeder Seite aufgemacht, links, rechts, oben. Und da ich nicht wirklich selber an diese Tasche rangehen durfte, weil die Kontrolleure das selber machen wollten, ist mein Gimbal rausgefallen. Also der obere Teil von dem Gimbal. Und ich kann jetzt zurzeit keine Gimbal-Shots machen. Ich werde das jetzt nochmal zu Hause ausprobieren im Apartment, ob das Gimbal jetzt wirklich defekt ist. Aber ich gehe davon stark aus, weil es macht immer wieder Probleme. Und wenn dieses Gimbal runterfliegt und irgendwie auf einen dieser Motoren fliegt, dann danke. Danke an die Kontrolleure beim Mailänder Dom. Danke, dass ihr mein Gimbal kaputt gemacht habt. Danke dafür, dass ich jetzt damit nicht arbeiten kann. Und danke, dass ich nochmal vielleicht 330 Euro investieren kann, um wieder weiter mit arbeiten zu können. Deshalb wird es jetzt erstmal Freehandle Shots geben. Auch in Venedig ist es so, dass ich dann auch keinen Gimbal nehmen kann, wenn es nicht zu Hause funktioniert. Ich halte euch da mal auf dem Laufen, aber ich gehe stark davon aus, dass es jetzt kaputt ist, weil es immer wieder piept, es macht irgendwelche Geräusche, es lässt sich nicht mehr bewegen an einer bestimmten Position. Also es hört sich schon echt danach an, dass der Motor da was abbekommen hat. Und das finde ich einfach eine Frechheit, weil ich hätte es selber gern gemacht mit der Tasche, aber nein, mir wurde es einfach verboten. Und die haben immer gesagt, so, sie wollen das selber begutachten, das wäre fast ein Objektiv noch runtergefallen, weil wie gesagt, beide Seiten, das ist ein Spielkind-Rucksack, der kann von beiden Seiten geöffnet werden und das wäre auch schon fast rausgefallen. Aber wir haben jetzt den Mailänder Dom von oben gesehen, beziehungsweise von den Seiten, weil wir waren ja auch essen, dort hat man ein bisschen was von oben sehen können, aber wir waren auch in der Shopping Mall, wo natürlich die ganzen Promi-Läden wie zum Beispiel Gucci, Versace, was weiß ich so, Paco Rabanne, keine Ahnung, alle Top-Marken da sind. Und wir sind jetzt gerade in einem Park, wo ein großes Schloss ist, das damals von den Österreichern kurze Zeit im 18. Jahrhundert eingenommen wurde. Also das gucken wir uns natürlich jetzt auch an. Und dann geht's weiter. I'm holding on to my face. Leider so enden musste, ist leider ein kleines Problem. Das Objektiv, beziehungsweise nicht das Objektiv, das Gimbal, hat kleine Einschränkungen in der Bereich von, wie soll man sagen, von den Funktionen.
Es funktioniert noch einigermaßen, aber ich sag mal so, knapp 60% kann man auch nutzen, aber der Rest, also ich kann bestimmt im Winkel nicht mehr hochgehen. Das zeigt natürlich jetzt wieder mir, wie wichtig dieses Gimbal ist. Aber genug davon geredet. Wie schön ist eigentlich Mailand? Ehrlich, also Mailänder Dom, ja gut, dass man jetzt nicht hochgegangen ist, ist jetzt kein Beinbruch. Aber auch das neue Viertel mit dem Hochhaus, mit den ganzen Bäumen. Cool ist das denn bitte? Ich glaube, dieses Gebäude gibt es auch in Madrid. Kann das sein? Irgendwie so ähnlich? Und das finde ich echt cool. Das ist irgendwie wirklich sehr, sehr modern. Auch dieses Stadtviertel, wo wir dann zuletzt waren, ist sehr, sehr modern. Und auf jeden Fall nochmal eine Reise wert, so in den nächsten 2 bis 3 Jahren. Denn ich denke mal, dort wird noch einiges passieren. Ich würde Mailand auf meine To-Do-Liste setzen, um dort nochmal für 2 bis 3 Tage mal zu bleiben und dann vielleicht auch mal nach Turin. Mir ist aufgefallen, dass in Italien sehr viele Städte gibt, die einfach noch nicht so bekannt sind, beziehungsweise Mailand, ja, Venedig auch, aber zum Beispiel Verona, was ihr im letzten Vlog gesehen habt, der eine oder andere war wahrscheinlich noch nie in Verona und ich kann diese Stadt auch empfehlen. Und es gibt wahrscheinlich auch ganz andere Städte, die man unbedingt besuchen muss, aber im nächsten Vlog sind wir in Venedig, endlich mal wieder in Venedig, yeah, gucken mal, wie das dort abgeht. Lasst ein Like und ein Abo da, aktiviert die Glocke und verpasst keinen Vlog, auf Wiedersehen, ciao.